Alexei Vassiljewitsch, soll man eher in einfachen Verhältnissen leben oder doch materiellen Reichtum anstreben? In den Veden steht, wenn ein Familienmensch nicht das Anhäufen von Reichtum anstrebt, dann lebt er unmoralisch. Der Mensch muss also alles daran setzen, jedem Familienmitglied den maximalen Komfort zu ermöglichen, damit der Evolutionsfortschritt maximal ist. Damit die geistige Evolution mit der größtmöglichen Geschwindigkeit vonstatten geht. Das ist ein edles Ziel. Wenn etwas fehlt, muss man seine Qualifikation steigern. Wenn der Mensch in Elend gelebt hatte, wenn er richtig lebt und seine Prüfungen besteht, dann wird er nicht mehr in Elend, sondern in Armut leben. Wenn der Mensch auch in Armut richtig lebt, also die moralisch-ethischen Grundsätze einhält, dann kommt er zu Wohlstand. Wenn der Mensch weiterhin richtig lebt, dann gelangt er unweigerlich zu Reichtum. Wenn der Mensch dann das, was er nicht braucht, zum Wohl der Allgemeinheit einsetzt, dann erlangt er Luxus. Diese Stufen sind für unsere Entwicklung notwendig, um uns zu prüfen. Denn es ist einfach zu sagen, dass man 1 Million weggeben würde, wenn man diese Million nicht hat. Wir müssen diesen Weg beschreiten und den Reichtum anstreben, um in Wohlstand zu leben. Das bedeutet aber nicht, dass man über seinen Verhältnissen lebt und 20 Paar Hosen besitzt, sondern es bedeutet, dass man seinen Wohlstand zum Wohle der Allgemeinheit einsetzt. Dann übernimmt der Mensch mehr Verantwortung. Das ist gerecht und richtig.